Hallo zusammen, ich bin zurück aus den Ferien. Jeder braucht mal Ferien. Jetzt geht es weiter mit der Wassergestaltung, Gischt, Begrünung und so weiter. Viel Spaß mit dem Video wünsche ich euch. Also die Sommerferien sind vorbei, jetzt möchte ich mich wieder mal dem Wasser widmen. Das Wasser gefällt mir jetzt nicht so ganz. Das Volumen möchte ich noch extremer machen und hier unten möchte ich noch etwas mit Schaum und Gischt machen. Dafür habe ich die zwei Nachprodukte, nehme ich heute. Und zwar einmal die Wassereffekte von Noch. Und das hier bin ich extrem gespannt. Schaum und Gischt von Noch. Das möchte ich hier unten verwenden. Ich möchte jetzt mal wirklich das Maximum herausholen und ganz fein die Wassergestaltung machen. Also im oberen Teil möchte ich jetzt hier einfach noch mehr Wassereffekte hineingeben, dass ich noch mehr Volumen habe, weil sonst ist mir das einfach zu wenig hoch. Gebe ich hier einfach richtig noch drauf, um die Felsen herum. Meine Idee ist auch, dass ich vielleicht noch Farbe einarbeite, dass es nicht zu extrem weiß wirkt, sondern auch noch ein bisschen braun, vielleicht Dreck aufgemischt hat. Das kann man durchaus machen. Hier wieder Watte einarbeiten, das kennt ihr ja schon. Aber einfach noch ein wenig mehr. Dann auch richtig bei den Felsen richtig gut viel einarbeiten, damit ich wirklich ein großes Volumen hier bekomme um die Felsen herum. Das ist mir einfach zu flach und zu wenig wild hier irgendwie. Da mache ich mal den ganzen oberen Teil und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, den oberen Teil hier lasse ich mal trocknen. Ich denke, sieht schon etwas voluminöser aus. Jetzt in dem Zeitpunkt, wo das Ganze jetzt trocknet, möchte ich jetzt hier unten mal das mit dem Schaumgischt etwas versuchen. Ganz fein mit dem Pinsel einzutupfen. Mal schauen, wie das geht mit diesem Schaum. Da bin ich echt gespannt, wie das Ganze wirkt dann am Schluss. Hier auch bei der Brücke schön fein hineintupfen. Da bin ich gespannt. Wirklich hier, so wie das Ganze nach vorne auslaufen würde. Einfach so fein den Schaum und Gischt noch Nuancen das Ganze zu geben. Okay, jetzt mache ich mal ein ganzes Stück weiter und dann zeige ich euch das Zwischenergebnis. So, jetzt habe ich das Ganze mal gemacht. Ich habe auch mit der Gischt auch noch auf die Watte ganz fein getupft. Jetzt muss man natürlich schauen, wie das ist, wenn es trocken ist, ob ich noch etwas mehr machen muss. Aber ich gehe jetzt hier mal näher ran, ich denke. Der Effekt sieht schon cool aus. Jetzt ein bisschen Schaum, sieht noch ein bisschen weißer aus. Mal schauen, wenn es trocken ist, wie es dann wirkt, ob ich noch mal darüber gehe oder noch etwas ändere. Aber ich denke so, für den Eindruck unter der Brücke, dass die Illusion des Schaumes und das spritzt und ja, das richtig cool wirkt. Also ich finde es schon recht cool, aber schauen wir mal, wenn es trocken ist. Okay, ich melde mich wieder. Also die Schaumgischt ist etwas angetrocknet. Ein riesen Unterschied sehe ich jetzt nicht. Man könnte das wahrscheinlich auch günstiger machen. Aber ich finde, es sieht cool aus. Jetzt, was ich jetzt machen möchte, ist hier der Weg hier hinauf machen mit Acrylpaste. Und hier habe ich schon vorbereitet ein Stück. Das zeige ich jetzt schnell. Ihr könnt einfach ein Plastiktreppe nehmen. Da braucht ihr keine Farbe und dann schleift ihr das einfach an mit einem sehr starken Schleifpapier. Zack, und dann ist das schon so ein Betoneffekt. Eigentlich, ja, schnell gemacht. Den klebe ich jetzt gleich mal hin. Jetzt möchte ich hier mal den Weg machen. Ich habe hier eine Acrylpaste genommen.
einfach mal hier so ein bisschen zupatschen, hier das Ganze. Hier so einen Weg andeuten. Und dann direkt in die feuchte Paste gebe ich noch ganz wenig feinen Törf für unterschiedliche Farben hinein. Kann ich hier den Weg einfach eine Pinselbreite machen. Das mache ich nachher natürlich noch Begrünung rundherum, aber dass ich einfach mal so eine Abgrenzung habe und einen Weg mit ein bisschen anderer brauner Struktur und Farbe. Also ich habe jetzt hier den ganzen Uferbereich an der Brücke hier den Übergang noch mit Büschen gemacht und hier an der Wand habe ich selber noch mit Kokosfasern und Begrünung einfach, dass es so runterhängt, das ist meine Idee, mache ich später noch mit Wasser das Ganze, aber wie ich das Ganze rund um die Insel begrüne, das seht ihr im nächsten Video, das würde den Rahmen sprengen. Ich lasse jetzt das mal trocknen hier, das Ganze, und schaue mir das in ein, zwei Tagen nochmal an. Bei der Wassergestaltung geht das nächste Mal weiter. Mal schauen, was ich noch mache und die ganze Begrünung am Ufer. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Die Leute, die mich noch nicht kennen, gerne den Kanal abonnieren und vergesst nicht die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr sicher nichts mehr. So, nun wünsche ich euch ganz eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Tschüss zusammen, euer Alex.